Willkommen, liebe Zuhörer, zu Armageddon oder die Suche nach dem Selbst, Teil 2. Ich bitte gleich vorsorglich, gewisse Hustenanfälle oder Belegungen meiner Stimme zu entschuldigen. Zweites Bild oder das Entdecken der Fußstapfen. Am Flussufer unter den Bäumen entdecke ich Fußstapfen. Sogar unter dem duftenden Gras sehe ich seine Spuren. Tief in entlegenen Bergen sind sie zu finden. Diese Fährte kann nicht besser versteckt sein als die eigene Nase, wenn man gen Himmel schaut. Kommentar: Wenn ich die Lehre verstehe, sehe ich die Fußstapfen des Ochsen. Dann lerne ich, dass ebenso wie viele Gegenstände aus einem Metall gefestigt werden, auch Myriaden Einheiten in der Werkstätte des Selbst entstehen. Wenn ich nicht unterscheide, wie will ich dann das Wahre und das Unwahre erkennen? Noch habe ich das Tor nicht durchschritten, aber ich habe den Pfad entdeckt. Diesen Kommentar las Antoine, als er heute den Kulturteil der Tageszeitung durchsah, der darin abgedruckt steht, ohne Angabe eines Verfasser oder Autor. Eingerahmt in einem Kästchen fettgedruckter Linien. Es muss sich wohl um ein philosophisches Rätseln handeln, denkt Antoine, der sich wiederum von dem Inhalt der Worte eigentümlich berührt fühlt. Dabei fällt sein Blick auf die rätselhafte Karte, die man ihm zugesandt und die unter einem Stapel Hefte auf seinem Couchtisch hervorsieht. Mittlerweile war einige Zeit vergangen, seitdem Antoine die Einladung zu dem Zen-Session erhalten hatte. Das rätselhafte Koan betritt Armageddon und findet den Spiegel der Wahrheit. Nur wer nicht sucht, der findet. Verließ die Windungen seines Gehirns, die Vorhöfe in seinem Herzen zu keinem Zeitpunkt, weder am Tag noch bei Nacht. Drohte das Koan auch am Tage, von gewissen unaufschiebbaren Geschäften und Ereignissen verdrängt oder überlagert zu werden, so verwandelte es sich doch, sobald es Abend wurde, zu einer rotglühenden Feuerkugel, die im Innern des Besitzers, der sie gleichsam verschluckte, zu einer einzigen lebensentscheidenden Frage anwuchs. Die, wie das Schwert des Samurai, mit einem Schlag über Tod oder Leben gebietend. Den Gast einmal in Besitz genommen, nicht er wieder verlässt, bis das Schwert in die Scheide gesteckt und die bohrende Frage einer befriedigenden Lösung zugeführt ward. Eine Lösung, die wahrheitsgemäß an den tiefen Kern der Dinge rührt, nicht an ihre Oberfläche, und die den großen Zweifel verstummen lässt, der das Herz eines jeden authentischen Suchers einem langen Weg, oft ein ganzes Leben lang unerbittlich in Beschlag nimmt, ihn begleitet, hinterfragt, auch verfolgt.
Warum gestaltet sich die Suche nach dem wahren Selbst so schwierig? Weshalb kann man nicht in einen dafür bestimmten Laden gehen und dort eine Tüte, eine Packung oder einen ganzen Karton wahres Selbst erstehen, wie man Waschpulver, Mandeln oder Milchreis sich zueignet? Mag mancher sich bereits wundern, wie es wohl hingehe, dass Antoine de Celeste statt einem ehrbaren bürgerlichen Beruf nachzugehen, sich ernsthaft solchen Fragen stellen und widmen kann, so sei darauf verwiesen, dass der Beruf des Schriftstellers in der heutigen Zeit ein weites Feld umfasst und die vielen gleichsam so zahlreich wie Krokusse aus dem Boden geschossenen Spezialwissenschaften und Fachbereiche es umso mehr notwendig machen, dass der Autor seinen Beruf interdisziplinär betreibt. Was bedeutet, dass solche aus persönlichem Interesse es ebenfalls als seine Aufgabe erachtet, sich nicht nur mit literarisch-künstlerischen Dingen zu beschäftigen und diese zu durchdringen sucht, sondern er ebenso mit all denjenigen Fachbereichen sich zuwendet, die bei flüchtiger Betrachtung mit seinem wortspielerischen Beruf nicht das geringste gemein zu haben scheinen. Als da wären Mystik, Theologie, Kernphysik, Geschichte, Medizin, Psychologie, Botanik und so manches mehr. Ebenso von entscheidender Bedeutung bei der Suche nach dem wahren Selbst, denkt Antoine, ist der Umstand, dass ich finanziell unabhängig bin und keinen Brotberuf ausüben muss. Ein reicher Verwandter aus Antoines Familie hat diesem, als es seine Begabung erkannte, Haus, Grundstück und ausreichend finanzielle Mittel hinterlassen, sodass dieser unbehelligt durch den Strom der Welt in der Stille seine Talente und Anlagen ohne finanzielle Not erleiden zu müssen, die über dem Haupte jedes wahren Künstlers ganz besonders in den Anfangsjahren wie ein Damoklesschwert schwebt, zur Reife bringen zu können und seinen Charakter auszubilden, dementsprechend in der Lage ist. Wie viel Neid und Missgunst musste Antoine aus dem Umstand ihm zugefallener finanzieller Sicherheit heraus bereits erfahren, auch von Menschen, die ihm nahe standen. Die Welt, denkt Antoine, sieht nur die äußeren Vorzüge, die Fassade, den glänzenden Schein. Sie vergibt einem jungen Autor nicht, dass dieser manchmal in der Rolle des Privatiers sich gefällt, aufsteht nur, wenn er Lust dazu hat und das Lager teilt, mit wem er will. Ihr gefällt es nicht, wenn jemand in der Stille heranreift, der der Welt unverdrossen seine Meinung ins Gesicht sagt, sie an Versäumnisse und Ungerechtigkeit, an Falschheit und Oberflächlichkeit erinnert, wenn sie es nicht hören mag, ihr die Türe vor der Nase zuschlägt und ihr die Finger nie enden wollender Nachforschung quetscht, wenn ihm nach Ruhe und Stille zumute ist. Sie verkennt aber dabei die Welt, denkt Antoine, dass jeder seine Aufgabe und Pflicht auf Erden zu erfüllen hat. Gleichgültig, wann einer morgens aufsteht und gleichgültig, ob einer Lumpen oder ob er Anzüge trägt. Derjenige, der bis zum Mittag schläft, arbeitet vielleicht schwer bis Mitternacht und schon ist die Gleichung, wie
wiederhergestellt. Mehrmals am Tage, wenn Antoine Sidén für einen kurzen Augenblick abschweifen, passieren ihm folgende Gedanken. Wie sehr unwichtig sind doch alle die Dinge, die uns Werbung, Radio, Fernsehen, Litfaßsäulen, Illustrierte und Zeitung als die wesentlichen Dinge des Lebens anpreisen. Wie im Grunde genommen für das Seelenheil nichtig und vergänglich sind diese Dinge, die die große Welt, das Geschäftsleben, die die Schikaria und die Zeitgeistmenschen mit Glanz und Stil vortäuschen, in welche Richtung das Lebensschiff segelt, dieses unermüdlich hochhalten und belobigen und einen stundenlangen, täglich immer langweiliger werdenden Tanz ums blecherne Kalb veranstalten. Das früh genug, zusammengepresst zu einem kleinen Klumpen Metall, sein letztes Dasein unbesungen und ungeschützt auf irgendeiner Müllhalde aushaucht und zugrunde fristet. Freilich ist gegen vernünftigen Gebrauch einer umwelt- und naturschonenden Technik nichts einzuwenden, denkt Antoine. Und dass der Mensch täglich eine gewisse Summe Geld benötigt, steht außer Frage. Aber was nützt Hummer, Champagner und Kaviar in den Delikatessgeschäften und in den Lebensmittelabteilungen der modernen Tempel, errichtet dem Nachfolger des Zeus, dem Gott Konsum, deren Gottesdienst tausendfach täglich auf den Altären der Kaufhäuser mit demselben Eifer wie ein dionysisches Bacchanal zelebriert wird? Was nützt all der Rausch, die eitle Selbstbespiegelung, die gespielte Lässigkeit, wenn auf der Erde immer noch 40.000 circa Kinder an Hunger und Unterernährung sterben, auf qualvollste Weise zugrunde gehen und die Menschen in den Industriestaaten nur deshalb vor solch fatal negativ Folgen für ihre eigenen Psyche bewahrt bleiben, weil dort die Menschen zum allergrößten Teil sich als Weltmeister der Verdrängung erweisen, anstatt den Schleier des Wegsehens radikal von ihren Augen zu entfernen, sie wieder das Hinsehen, wo Elend auf der Welt herrscht, lernten, um sich klarzumachen, wie es außerhalb ihres cocktailgemixten und kaschmirgefütterten Landes in den ärmeren, armen und ärmsten Ländern auf dieser Welt aussehe, von der wir alle ein Teil bis zum Erlischen des Kosmos oder unseres eigenen Lebens sind und bleiben werden. Mit einem monatlichen Scheck und mit ein paar lumpigen Millionen an Entwicklungsgeldern zur Alibi-Funktion, lumpig im Sinne angesichts des riesigen Elends, das in den ärmsten Ländern dieser Welt herrscht, mit falschem Nationalstolz und mit Lenken des Augenmerks hauptsächlich auf innere Probleme des eigenen Landes, dem es insgesamt mehr als gut geht, damit ist es nicht getan. Wie wäre wohl die Wirkung bei uns, wenn von jetzt an in der Werbung der Medien, im Fernsehen, Video oder Radio, in Unterhaltungsblättern, an Plakatwänden oder Werbeflächen täglich, ausnahmslos, nur noch für die wichtigsten Dinge per Gesetz geworben werden dürfte. Nicht für Auto, nicht für Zigaretten, Möbel, Parfüm und nicht für Süßigkeiten, sondern wenn dort authentische Bilder der letzten Sekunden zum Skelett abgemagerter Kinder und Erwachsener zu sehen wären, denen die tägliche Schüssel Reis
und die Decke oder das Wasser zum Überleben fehlt und denen verhungernde Vögel bereits die Augen aushacken, noch ehe sie richtig gestorben sind. Antoine denkt zurück an die Kindheit. Wie sorgenlos und einfach verging die Zeit, die ihrem Wesen nach und was die Vergänglichkeit anbelangt, dieselbe Zeit wie heute sein musste, über die in diesen vergangenen Tagen der magische Schleier einer geheimnisvollen Unschuld gebreitet schien. Eine Unschuld, die heutzutage verloren, wie man annehmen musste, in damaliger Zeit die Tage des Kindseins zu einem unerklärlichen Ganzen verwob. Sie wie auf Zauberschwingen zu einem verwunschenen Schloss davontrug, in dessen Mauern die kleine Geste, das geringste Spiel und die unbedeutendsten Gebärde von einem Erfülltsein, von einer Geradlinigkeit und von einer Echtheit zeugte, welchen Zustand man heute als Erwachsener selbst mit größter Wahrheitsliebe oder durch künstliche Anstrengung nicht mehr auch nur annähernd sich hervorzurufen weiß. Der Eingang zum Paradies war verschlossen, und doch gibt es die wenigen, über weite Länder verstreute Menschen, denen der Krebs des Erwachsenseins noch nicht die Sinne und das Rückenmark zerbissen hat, deren Zellen noch eine gewisse Ahnung und Anwendung jener verlorenen Unschuld, die sämtliche Menschen einst besaßen, gerettet und bewahrt haben. Und diese Auserwählten leben bis zum heutigen Tage meist versteckt und unerkannt, gegen den Strom schwimmend, ihr Zauberboot des Ergriffenseins, das Staunen über die Schöpfung, die Liebe für das unaussprechliche Wunder und Mysterium des Daseins, einmal mehr, einmal weniger schaukelnd auf dem reißenden Strom des Lebens dahinsteuernd, wenn auch nutzlose Schaumkronen der Gewinnsucht ihr Boot hart durchschütteln und oftmals bedrängen, sie suchen einen sicheren Pfad, aber dennoch kann das Ganze ihnen nicht das Geringste anhaben. Antoine sieht plötzlich das Gesicht Rahels und ihr ganz gewisses Lächeln, das immer nur der Gebärde folgte, wenn sie ihr Haar zurückwarf vor sich. Sie kannte ihren Wert und ihr Lachen erschien ihm als ein für alle Zeiten in seinen Geist eingebranntes Siegel der Schönheit von ihr, das zumindest in seiner Erinnerung Unvergänglichkeit und Ewigkeitswert besaß, dem die Zeit nichts anzuhaben vermag. Er denkt zurück an die Tage der Kindheit, in der ein einfacher Jägersitz im Garten sich plötzlich in ein Raumschiff verwandelt und einem Abenteuer unter den Sternen nicht erspart bleiben. An die Sommertage, in denen es so heiß war, dass selbst die alte Regentonne, die das ganze Jahr über gut gefüllt war, sich weigert, auch nur einen Tropfen herauszugeben. Und an die Kirschbäume, die blühen, von denen mit einem Mal ein Blütensternregen millionenfachen Duftes herniederweht und abertausende von Bienen, Wespen, Insekten und Fliegen so trunken macht, wie manch Menschen im Wirtshaus zur Sperrstunde man findet und zu Zeiten die Millionen von Blattläuse an den Ästen der Obstbäume, die wiederum ein Fressen der ganz besonderen Art für die Tafel der Marienkäfer bildeten. Ein ganz besonderes Erlebnis aber war, wenn man im Sommer in einem großen Garten
unter den prallen Obstbäumen langsam hindurchschlenderte oder sich absichtlich darunter aufhielte. Und plötzlich ertönte rechts von einem ein dumpfer Schlag, dann mit einem Mal links. Und man hat vielleicht für Tage oder Wochen Glück, aber mit einem schönen Windstoß ist es plötzlich soweit. Eine reife Birne, ein Apfel oder ein Pfirsich plumpst einem auf die Schulter, in den Nacken oder direkt auf den Kopf. Und ob es auch ein wenig schmerzte, auf irgendeine Art und Weise freute man sich, dass der Baum oder der Windstoß oder beide zusammen einen erwählt hatte und einen gewissermaßen seinen Gruß hat herniederkommen lassen. Und man war glücklich. Gefährlichere Spiele gab es auch, zumeist im Winter nach Neujahr, wenn man auf die eine oder andere Weise an die für Kinder eigentlich verbotenen Pfennigskracher geraten war und die Erwachsenen am nahegelegenen Kirchweihplatz Mitte Januar plötzlich zwei Kinder beobachten konnten, die unter explodierendem Krachen einen gegenseitigen Veitstanz aufführten, die Kinder sich in Wahrheit aber mit ganzen Batterien an Feuerwerkskrachern, die man sich gegenseitig unter die Beine schmiss, die härtesten Schlachten lieferten. Antoine hatte einen als Kind häufig wiederkehrenden Traum. Der eine Junge träumt, dass unter seinem Bett ein Krokodil lauere, das ihn verschlingen wird, wenn er hinunterschaut. Bei Antoine war es etwas anderes. Ihm träumte, dass er eine tunnelartige Unterführung zu durchqueren hatte, die in der Realität, in der Ortschaft, wo er aufwuchs, in einem kleineren Ausmaß tatsächlich existierte. In seinem Traum aber eine ganz beachtliche Länge einnahm. Aus irgendeinem Antoine unbekannten Grund wurde er von einem oder von mehreren Fremden verfolgt, die, als er den vorderen Tunnelausgang erreicht, erst in den hinteren Tunneleingang eintauchen. Fein, sagt sich Antoine im Traum, der Vorsprung ist groß. Die Verfolger werde ich bestimmt abschütteln. Man muss noch wissen, dass nach dem Tunnelausgang der Weg eine gewisse Steigung erfährt, da es sich um einen tiefer gelegenen Tunnel handelt, über die oben der Zug hinwegfährt. Kaum aber betritt Antoine diese Steigung und er hört hinter sich im Tunnel die Verfolger bedrohlich näher rücken, verwandelt sich der Asphalt ähnlich der Substanz auf einem Stück Fliegenfangtuch, wie man es zum Schutz auf die Bäume bindet, in dicken, zähflüssigen, in Sirup ähnlichen Leim, der sich immer schneller werden wollenden Bewegungen seiner Füße auf Zeitlupentempo reduziert, ihn über einen Verkleben macht, ganz besonders die Beine und Füße, ihm der Angstschweiß ausbricht, er sein Herz bis zum Halse schlagen hört. Seine Verfolger vernimmt, wie diese immer näher auf ihn aufschließen und die bereits ihre Hände zum alles entscheidenden Fang nach ihm ausstrecken. Antoine sich aber immer mehr in der honigähnlichen Leimmasse verstrickt. Er immer langsamer vom Fleck kommt, wie seine längst überhasteten Bewegungen verzweifelt schneller zu werden wünschen, er sogar fast das rettende Ende der Steigung erreicht und das Röcheln und Schnauben, das Stampfen und das Fluchen seiner Verfolger aufs Äußerste ihm nahe kommt, deren Füße die kleisterähnliche Masse merkwürdigerweise nicht das Geringste auszumachen scheinen, er plötzlich schon die Hände der Verfolger an seinem Hemd im Rücken verspürt, die ihm in die tägliche Bedrohung zurückzureißen wünschen, da wacht Antoine, als wäre es eine Erlösung, schweißgebadet auf.
fliegt der Lampe entgegen und zieht am Kettchen so hastig, damit ihr Licht angehe. Und sein klopfendes Herz beruhigt sich erst wieder, als er einmal mehr wahrnimmt, dass er von den Göttern des Traums aufs Schrecklichste zum Besten gehalten ward. Und die Götter über den Wolken einmal mehr sich vor Lachen vergnügt kringeln können, dass sie wieder einmal ein nichtsahnendes, kleines, einfältiges Menschenkind so leicht und bequem ins Bockshorn zu jagen, den Erfolg besaßen. Antoine fasst sich durchs kurzgeschnittene Haar, steht auf und wirft einen Blick in den Spiegel. Ein Mann mittlerer Größe mit schwarzfunkelnden Augen blickt ihm entgegen. Augen, die nur, wenn die Sonne direkt auf sie fällt, ins Braune wechseln. Er trägt dunkle Leinenhosen und ein dunkelblaues Baumwollhemd. Die bequeme Arbeitskleidung für jemand, der sein Äußeres glücklicherweise nicht jeden Tag in einem Geschäft, in einer Sitzung oder auf der Straße zur Schau stellen muss. Da Antoine Spaziergänge im Freien und Aufenthalte in der Sonne liebt, durchzieht seine Gesichtsfarbe eine angenehme Bräune. Während Antoine darüber nachdenkt, ob er der Einladung zu dem Zen-Session, das in einigen Tagen beginnt, Folge leisten solle oder nicht, Theokles hatte ebenfalls Interesse bekundet, er müsse seine meditativen Praktiken um seiner inneren Vervollkommnung willen wieder aufnehmen, wie er es ausdrückte, ergreift Antoine die Zeitung und verlässt das Haus, um sich an diesem herrlichen Sommertag an den Teich in den Garten zu setzen, wo er den Kulturteil aufschlägt, um den rätselhaften Kommentar, der ihm aufs Wesentliche abzuzielen scheint, oder der eine tiefe Seite in seinem Innern in merkwürdig erregende Schwingung versetzt, erneut zu lesen. Antoine wird gewahr, dass der Kommentar zur Besprechung eines Buches von James Hilton, The Lost Horizon, gehört, welches auf Deutsch, wie angemerkt, irgendwo in Tibet heißt. Und seine Augen fallen auf die abgedruckte Stelle, worin ein sogenanntes Tal des blauen Mondes beschrieben wird, dessen Name allein ihn schon fesselt. Und er überfliegt den folgenden Extrakt. Es gab eine Zeit, in der in den weltfernen Canyons von West-Tibet gar manche solcher verborgenen Täler existierten, zugänglich nur durch enge Felsschluchten, die einzig den Einheimischen bekannt waren. In der Tiefe solcher Canyons gab es blühende Gärten, umgeben von Bäumen und Feldern mit goldenem Weizen und von grünem Weideland, durch das wie silberne Adern das Wasser kristallklarer Bergströme floss. Auf den umgebenden Felsgipfeln aber erhoben sich Tempel und Klöster und stolze Burgen, während die steil aufragenden Felswände selbst von tausenden sauber ausgehauener Höhlenwohnungen belebt waren, in denen die Menschen vor den Extremen der Kälte und der Hitze geschützt, ein einfaches, aber allen Ansprüchen genügendes Leben führten, ohne den fruchtbaren Boden des Canyons durch Wohnbauten einzuschränken. Sie lebten in ewigem Sonnenschein, unerreichbar den eisigen Stürmen des Hochlandes und den ehrgeizigen Machtbestrebungen
einer rastlosen Welt. Antoine legt die Zeitung beiseite. Nicht ohne eine gewisse Sehnsucht zu verspüren, die ihn beim Lesen dieser Sätze übermannt. Er wirft einen Blick zurück auf sein Haus, welches in Wahrheit eine alte zweistöckige Villa darstellt, die er aufgrund seiner Erbschaft das Glück hat, bewohnen zu dürfen. Und seine Augen schweifen über Klingsors Zauberrefugium, wie er seinen Garten nennt, der mehrere tausend Quadratmeter groß, von einer hohen Mauer und starken Buchen, Fichten, Eichen und Föhren umgeben, in halb wildbelassenem Zustand jedes Mal aufs neue Herz und Sinn von ihm gleichermaßen entzückt. Während er die sanft in die Strömung des Teiches schaukelnden, die grün schimmernden Schlingpflanzen betrachtet, durch welche ein klein nachträglich angelegtes Rinnsal sich schlängelt und die sich zu wiegen scheinen, langsam, bedächtig, wie an gewissen Tagen die weiße ausschauenden Trauerweiden, wenn nur ein ganz kleiner Luftzug ihre Bogenäste fächelt, da überdenkt Antoine die materielle Seite seiner Existenz, bei der er wahrlich keinen Grund zur Klage verspüren darf. Allein Antoine geht es in Wahrheit um andere Dinge. Und es liegt deshalb kein Widerspruch in der Tatsache, dass er ein gewisses materielles Glück, gleichsam als Mittel zum Zweck nur, durchaus zu schätzen wusste, welches aber höchstens die oberflächliche Seite seines Daseins anzusprechen in der Lage war. Während der Hauptteil seines Wesens, und das wusste er bereits seit frühester Jugend, dass all sein Streben und Zielen nicht aus Eigennutz, Egozentrik, Egoismus oder Eitelkeit, wobei natürlich auch Antoine von solchen Lastern nicht gänzlich frei war, auf umfassenderes, größeres, momentan noch nicht näher zu bezeichnendes abzielte, nämlich auf die Suche nach dem wahren Selbst. Und hätte Antoine in einer kleinen Hütte hausen müssen, Wurzeln essen oder einfaches Wasser trinken müssen, so wäre er nach der Grundstruktur seines Wesens derselbe geblieben und hätte dennoch seinen Weg auf dieselbe Art und Weise fortgesetzt, wenn auch unter anderen finanziellen Gesichtspunkten. Aber dennoch unabhängig vom materiellen Gewand, dass ihm ein gütiger Gott beschied. Antoine hatte sich folgenden Spruch an die Tür seines Herzens genagelt: Beschenke den Reichen und nimm von den Armen. Dieser Spruch, der wiederum einen Koan darstellt, zeigt, dass mit Antoine trotz seines ererbten Reichtums in Wahrheit ein Verächter des materiellen Gewandes in ihm lebt. Er wusste lange genug, dass in Angelegenheiten der Erkenntnis und der Wahrheitssuche materielle Dinge völlig ohne Belang sind. Wie Heilige, Mystiker, Philosophen und Weise in allen Jahrhunderten bewiesen hatten. Er aber augenblicklich noch nicht das Verlangen verspürt, sich in ein Kloster oder in eine Höhle auf einen einsamen Berg zurückzuziehen. Und dennoch, sollte der Ruf an ihn dringen, der tatsächliche Ruf, so wusste Antoine de Celeste, dass er eher heute als morgen bereit sei, alles dahin zu geben, sein Gut eventuell und die Armen zu verteilen, sich dort einen Schatz zu machen, wo die Räuber und Motten nicht hinkommen, und ihm, dem einen, nachzuwandeln. Doch dieser Ruf, alles dahingeben zu müssen, war bisher noch nicht in ihm erschallt.
Antoine beobachtet die Goldfische, die Sternschnuppen gleich durch die Stängel und Blätter der Seerosen, wie am Firmament des Teiches entlangziehen, nur langsamer und würdevoller. Immer wieder versucht sich einer der Goldfische als fliegender Fisch. Er schnellt ein wenig mit dem Kopf aus dem Wasser heraus, doch dies genügt, um den Speiseplan mit einer arglos trinkenden Fliege zu bereichern. Beim Blick auf Seerosen kann Antoine nicht anders als an die wunderbaren japanischen Tempelgärten, speziell in Kyoto, zu denken, die Zen-Gärten mit den Lotusteichen, den wundersam beschnittenen Kiefern, Sträuchern und Pflanzen, den kunstvollen Steinarrangements und der Liebling in der Gärten, dem sanft schaukelnden echten Bambus. Der steigt ein Sturm auf, hin bis auf den Boden sich biegt, aber keinmal, und sei der Sturm noch so tosend, zerbricht. So könnte und sollte auch das Menschenleben sein, denkt Antoine. So viel für diesen Teil. Auch hier heißt's, Fortsetzung folgt.